Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TL2 im Ranglistenmodus. Ich gehe jetzt Burg rein. Oh nein, Welcome keine Ratten. to Nova. Nimbus Stark, wir gucken mal, was hier ist. Held. Eisige Berührung. Nimbus nicht schlecht. Wir könnten eine große Bananabank machen. Sieht an sich gar nicht verkehrt aus. Relativ günstige Einheiten. Nehmen wir so. Wir machen den Nimbus-Start, glaube ich. Wir machen den Nimbus-Start. Schnecke rein, let's go. Was ist hier drüben? Grawl, kein Eiersack, auch ein Bananabank. So ist das also. Champion Wurzelqualle, okay. Crab Lord. Ja, auch Champion Wurzelqualle verkackt gegen eine Schnecke. Erstmal ganz schön viel durch. Da war er sehr gierig mit seinen Workern. Bonusgold für uns. Super Start. So, da ich aber relativ weit, also den Bananenbank hier vorne hinbaue, kann ich hier nicht so viel Abstand lassen. Ja, ich werde hier mit einem Piri einsteigen auf jeden Fall. Machen wir ein Upgrade. Bus größer geworden, sehr schön. Wieder klar hin. Ja, ich könnte liegen. Nö, ich hab's geschafft. Krass. War knapp. Aber natürlich nicht die besten Einheiten genommen für eine erkannte Verteidigung, Welle 2. Und er kann nicht Fiesta haben, weil er Champion genommen hat. Ist halt so. Ich gehe weiter auf den King. Fürs Erste. Ja, ich mache erstmal eine Seraphine. Die machen wir nach zu Teufelsfischen. Hauen erstmal die Aufwertung raus. Weil auf der Wave möchte ich nichts schicken. Piratenskelett, okay. Ah. Nee, wir bauen mal noch keinen Locker. Ist gesammelt. Dann tausche ich hier. Und wir könnten ihn einfach aufwerten. Dann bin ich gut dabei. Oh, jetzt schon den Bananenbaum. Das ist nicht verkehrt. Er hat 60 geschickt. War auf jeden Fall eine gute Entscheidung, keinen Blocker zu bauen. Fürs Erste. Kann ich jetzt aber 200 dafür.
eine Seraphin und ein Teufelsfisch. Locker gehalten. Ja, hält auch. Ich nehme den Locker mit. Man hält natürlich jetzt ordentlich lange durch, obwohl er relativ weit runter ist, weil der Bananenbomb so stark ist. Beide overbuild. Machen wir mal so. Ein bisschen verteilen. Es hat aber ein bisschen was dazu gebaut, es sollte halten. Hoffe ich. Aber ansonsten bin ich auch noch da. Das ist Kacke. 5 Steine auch durchgelassen, das ist Kacke. Ausstrahlender Nimbus, Angriff! Ja, wir haben unser King gut verbessert. Können wir also ganz entspannt bleiben. Ganz viel kleine Einheiten. Ist für mich auf jeden Fall super stark. Wir haben unser King schon gut verbessert und die haben noch gar nichts reingesteckt. Das heißt, wenn wir durchkommen, dann tut's weh. Obwohl es am Anfang jetzt nicht ganz so schlimm ist. Ganz entspannt. Da können wir erstmal noch entspannt bleiben. Neu schicken ist stark. Jetzt ein bisschen magischen Schaden mit reinbauen. Haut es hin. Gerade mal eine Boot durchgekommen. Haben wir noch einen Teufelsfisch? Was könnte ich auf 9 schicken? Sagt ein bisschen magischen Schaden für den Metzger. Ansonsten aktuell noch mehr Stich. Mimi könnte vielleicht was helfen. Bisschen extra Gold. Gucken mal. Ein Manta. Ich glaube, wir gehen einfach mit dem Pack Leader. Pack Leader und ein Robo.
ich brauche ein bisschen Schaden. Ein bisschen Schaden muss schon noch kommen. Nehmen den Bauern mit hin. Eine Schnecke noch mit rein. Metzger tot. Peggy war leider schon tot. Aber er wird die Qualle down. War das zwei Metzger oder habe ich es falsch gesehen? Ne, tatsächlich. Das ist super. Ah, da wollte man, da macht viel aus. Aber da sollten wir auch durchkommen. Also verstärkte King, der wird das gut blocken. Und hier gibt es ein bisschen mehr auf die Fresse. Bananenbaum. Ja, Mom und King erstmal gut aufwerten, dass er sich regeneriert und wir dann Verteidigung haben. Weil wenn die kein Upgrade machen zum Regenerieren, dann haben wir da schon mal einen guten Vorteil. Und irgendwann hat man es auch verpasst. So, irgendwann macht es halt keinen Sinn mehr, den King aufzuwerten. Großartig. Auf Tour. Ach, viel magischen Schaden. Hehe. 60 Leben. Das sieht gut aus. Ja, das haben wir locker gebaut. Mal schauen. Aufprallschaden wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Also auf 13. Locker noch ein paar Locker bauen. Einer geht noch. Hat den Metzger schon aufgewertet. Damit dass die Wurzelqualle lange lebt. Muss ich wahrscheinlich mit einem Voreis countern. Mal ein bisschen upgraden. Also mit dem Vorreis macht auf jeden Fall Sinn. Schon allein für die Metzger. Ja, und da stapelt sich dann halt der Schaden einfach. Auch wenn der eine größere Verteidigung hat. Wird das schon ein bisschen was ausmachen. Bananenbaum noch passiert.
Also das Recht auf Prall. Gucken, ob ich noch eine Aura rauskriege. Hürmel sollte gehen, aber Maulwurf geht gerade so nicht. Okay. So, wir werden die upgraden. Ende. Okay, die sammeln noch. Okay, du greifst die Wurzelqualle an. Nee, ich hab gehalten. Ja, ich hab's aber gut runter reduziert, noch der Manta lebt und ein Sturmjäger. Sehr schön. Und das halte ich. Sehr gut, sehr gut. Übelst die Knete. Die werde ich jetzt in meine Einheiten stecken. Da die ja sammeln. Ja, doch. Ist die richtige Entscheidung. Machen wir noch einen Nimbus hin. Sind drei am Start. Da bin ich schon mal gut ausgestattet. Das ist nicht schlecht. Das ist super. Den weg für den DAX. Klingt vernünftig. Auf jeden Fall neue Worker holen. Ja, 16 sollte gut sein für mich. Natürlich muss ich wieder ein Voreis schicken. Rest macht gar keinen Sinn. Zwei Harpien. Und auch ein bisschen Schaden noch bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Eiersack überhaupt noch bauen kann. Wir werden sehen. Die hat wieder 200 geschickt. Ah, der Baum hat lange gehalten. Easy. Aber das werde ich wahrscheinlich noch blocken müssen. Jetzt haben die Regeneration aufgewertet. Jetzt erst. So, Maulwurf mit rein. Komm mit, wenn es geht. So. Harpienaufwertung würde Sinn machen.
Eiersack würde auch Sinn machen. Gucken wir mal. Hiermit geht mit raus. Machen wir einfach noch Drobo noch mit rein. Alter, 6 Blutes. Okay, nur King-Aufwertung. Eiersack war ein guter Plan. Oh, das ist ja gut. Die sind in die Backline reingekommen. Von der schon fast down, noch der Bananenbank steht. Der ist jetzt auch weg. Manta weg. Hier auch durch. Gewonnen. Ah, nö. Ja, ist eh zu Ende. Aber dann habe ich den Eiersack noch platziert, auch wenn ich schon mal dabei hatte. Perfekt, es war eine weitere Runde Legion. Schaut euch gerne bei anderen Videos vorbei. Zum Beispiel das hier. Da gab es mal wieder unglaublich viele Crab Warlocks. Guckt es euch an. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.